Die Rede ist von der Komikerin Maria Clara Groppler, 24, und ihrem Partner, Let's Dance-Neuling, Mika Tatakin, 27. Die beiden legten einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett, doch damit konnten sie die Jury um Joachim Yambi, 58, Mozzi Mabuse, 41, sowie Jorge González, 55, nicht vollends überzeugen. Diese Fransen, da musst du eigentlich kaum was machen, da bewegen die sich schon. Aber die waren erstarrt, das war zu behäbig, kritisierte Yambi, der der 24-Jährigen lediglich 2 Punkte gab. Insgesamt kam die gebürtige Berlinerin auf 10 Punkte und damit auf 3 mehr als Tillmann Schulz, 34, und Ann-Kathrin Bendixen, 24, die jeweils 7 Punkte ertanzten. Vor allem der Höhle der Löwenstar bekam für seinen Tango vom Chefjuroren sein Fett weg. Für mich war es keine Emotion. Tango ist ein Männertanz, da muss ein starker Kerl sein. Das war abgelaufen, abgegangen. Immerhin betonte der Duisburger, dass die Kritik nicht persönlich gemeint gewesen sei. Denn schon in der Kennenlernshow hatte Yambi Tillmann heftig kritisiert, dass dieser gegen den Juroren zurückschoss. Am Ende mussten also die Zuschauer entscheiden. Und dort setzten sich die bis dahin Letztplatzierten noch gegen Maria Clara Groppler durch. Damit ist der Traum vom Dancing Star 2024 für die Comedienne bereits nach der ersten Ausscheidungsrunde beendet. Für Irritationen sorgte zudem Moderatorin Viktoria Swarovski, 30, mit einem anzüglichen Spruch. Denn die Österreicherin hatte sich für ihren Kollegen Daniel Hartwig, 45, eine besondere Überraschung ausgedacht. Sie überreichte dem 45-Jährigen eine Karotte. Daniel nahm die Möhre irritiert entgegen und erntete dann noch einen anzüglichen Spruch der Österreicherin, beiß mal rein. Du willst nicht wissen, was ich mit der Karotte schon alles gemacht habe. Und das wollte er auch nicht. Nein, das will ich wirklich nicht wissen.